Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Zentangle-Video. Ich bin Lisette Hofer. Heute zeichnen wir nur schwarz-weiß, benötigen deshalb auch nur den Micron und eventuell noch den PN, den etwas dickeren, Bleistift und Verwischer. Als erstes zeichnen wir die Diagonalen ein. Dann gut hälftig setze ich mir einen Punkt. Ganz fein einen Bogen. Das ist unser String. Jetzt nehme ich den Micron und ungefähr, wo sich die Linien kreuzen, zeichne ich das Muster Ayame von Emiko Kaneko. Das zeichnen wir mit einem S-Linie und so ein Blatt. Hier kommen zwei auch wieder geschwungene Linien. Und von nicht ganz oben zeichnen wir solche geschwungenen Blätter. Das ist auch schon unser Muster Ayame. Nun zeichnen wir hier vom String die Linie nach. Ich gehe ein bisschen tiefer als die Spitze vom Ayame. Und auf dieser Seite ebenfalls.
Und zeichne jetzt eine Aura innerhalb der gezeichneten Bogen. Und hier führe ich die Linie weiter diese kleine Fläche schwärze ich ein dasselbe hier Genau. Und diese Flächen füllen wir mit Tipel oder nach Lust und Laune zwischendrin auch ein Kaviar. Hier vielleicht noch eines. Und dann kleinen und größeren Tipel. Ich zeichne bewusst in unterschiedlichen Größen dieses Muster. Es macht das Ganze viel spannender, als wenn alle Kreise gleich groß sind. Und so fülle ich alle vier Flächen. Und nun zeichnen wir hier etwas wie Moon Pie von Zentangle. Wir machen einen Halbkreis, also einen wie beim Crescent Moon.
dieses schwarze Ich dann mit dem dickeren PN ein. Und je zwei Auren. Und nun noch eine weitere Aura, die ist etwas breiter. Und hier zeichne ich nun Linien, aber ich unterbreche sie in der Mitte, damit es mir ein Glanzlicht gibt. Schön strahlenförmig von außen in die Mitte. Und hier außen kommen überall Kreise. Die sich berühren. Und hier unten schwärze ich ein. Und nun, das ist ein Muster, das ein bisschen wie Tentoculus von Thomas Badrus ausschaut. Wir zeichnen nun diese Bogen. Die Spitze ist immer auf der Mitte der Kugel. Und das wird auch eingeschwärzt. Nun kommt hier in jedes dieser Halbkreise ein schwarzer Punkt.
Das bei allen. Wir beginnen hier wieder mit den Kugeln. Jetzt nehme ich den Pien, den dickeren, und schwärze mir dieses Mündchen ein. Ich habe hier schon ein Licht eingezeichnet. Nun zeichne ich mir mit dem Bleistift hier einen Rahmen. Der hinter diesen Moon Pies durchgeht. Okay. Mit dem Feinen, mit dem Mikron, 0,1. Ich nach. Und auf der Innenseite eine Aura, die ich aber nicht durchziehe, die ich immer wieder unterbreche. Jetzt zeichne ich hier noch einen Rahmen. Und zeichne
ein Muster, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ist ein Fragment. Ich mache hier mal Zickzacklinien. Was ist da? Und nun? Solche Reiskörner, Blätter, was immer das ist, kennen wir auch vom Muster Bales. Nun gibt es hier eine Aura und eine zweite. Dieses Dreieck schwärzen wir ein. Ich nehme dann hier auch wieder den Pien und das überall. Erst eine Aura, eine zweite. Ich wechsle zum etwas breiteren Pien und male jetzt diese Dreiecke aus. Ich beginne mit dem Ayame. Ich setze hier jeweils unten etwas Bleistift in der Mitte, da darf es dunkel sein, und dann jeweils oben bei den Blättern, wo sie sich berühren. Und verwischen.
Ja, innerhalb dieser Bogen kommt auch Graphit. Und zwar können wir den bis auf diese Linien ziehen, damit diese dann auch noch beim Schattieren eine Dreidimensionalität erhalten. Nicht zu viel, aber schattiere hier noch, wo das Ayame drauf liegt. Und jetzt, wenn ich diese Tipel schattiere, ziehe ich den Schatten auch noch auf diese Bogen. Und auch von außen Schatten auf die Linie. Ich achte darauf, dass ich in der Mitte des Bogens noch weiß habe. Aber am Rand darf es schattiert sein. Nun zum Moonpie, da setze ich Graphit oben und unten von dieser Linie und hier bei diesen Kugeln. Und außenrum schattiere ich auch. Dann können wir noch den äußeren Rahmen schattieren. Ich gebe hier einfach
Wenn Graphit, dort wo es nicht schwarz ist. So, das wäre dann auch schon unser fertiges Teil. Was jetzt noch fehlt, die Unterschrift, wo immer es Platz hat. Ich setze sie hier. So. Dann danke ich euch herzlich fürs Zusehen und freue mich auf ein andermal. Eure Lisette Hofer.